Hallo, wir sind Sabrina und Felix. Und wir fahren mit unserem selbst ausgebauten Camper durch Europa. Ja, und wenn ihr uns auf unseren Reisen begleiten wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram oder YouTube. Und auf geht's! Yay! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Leute, in diesem Video werden wir gemeinsam die Autotherm 4D einbauen. Dann würde ich mal sagen, zuerst packen wir das mal gemeinsam aus. Wir haben hier schon mal ein schönes Paket. Und zwar, als allererstes haben wir hier einmal einen Dieseltank. Mit dem kann man ja einmal die Standards übertreiben. Aber darauf kommen wir später einmal zu sprechen, weil den werden wir nicht benutzen. Ja, nicht benutzen, Leute. Was haben wir noch hier alles drin? Eine schöne Bedienungsanleitung, ganz wichtig. Der Papierkram sozusagen. Was noch ganz wichtig ist, Leute, hier drin haben wir noch ein CE-Zeichen drin. Da müssen wir gucken, weil den brauchen wir für einen TÜV auf jeden Fall. Also nicht verschlampen. Also jetzt kommen wir hier zu den einzelnen Teilen. Zum Beispiel hier ist zum Beispiel der Ansaugschlauch für die Luft, für die Verbrennung. Dann haben wir hier noch drin einmal den Abgasschlauch. Wir haben jetzt noch hier ganz viel Kabelzeug, das kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Aber packen wir jetzt erstmal die Standheizung aus. Hier haben wir das neue Bedienteil. Das ist dieses hier, das ist das neueste. Damit kann man auch die meisten Sachen einstellen. Da werde ich euch später mal zeigen, wieso wir das geholt haben, wenn die Standheizung eingebaut ist. Aber packen wir mal die ganze Standheizung einfach mal aus. So, und das ist das gute Stück. Das ist die Autotherm 4D. Genau, die wiegt auch schon ein bisschen was, aber wir werden die auf jeden Fall gut verstauen können. Also wir haben jetzt schon viele Sachen ausgepackt. Die Sache, die wir jetzt noch nicht ausgepackt haben, ist der Einbauflansch. Den mussten wir auch separat bestellen, weil er nicht bei diesem Set enthalten war. Und den Einbauflansch braucht ihr, um die Standheizung dort zu befestigen. Also der ist unter der Standheizung und wird dann in den Boden geschraubt, damit die Standheizung halt auch befestigt ist und während der Fahrt nicht verrutschen kann. So Leute, und zwar haben wir die Standheizung bei Autotherm 24 gekauft. Wir haben sie einfach auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, die hatten wir auch als Ansprechpartner gehabt. Und wenn wir Fragen hatten, konnten wir die einfach anrufen. Das war relativ gut und wurden auch, würde ich sagen, ganz kompetent beraten. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo wir die Standheizung platzieren, die wird neben dem Radkasten unter unserem Bett platziert sein, weil da haben wir noch relativ viel Platz und dann ist sie auch nicht im Weg. So, hallo aus dem Kofferraum von dem Van. Ich zeige euch jetzt, wo unsere Standheizung eingebaut werden wird. Und zwar hier hinten neben dem Radkasten. Hier haben wir halt am meisten Platz. Und die Standheizung wird dann noch ein bisschen weiter nach hinten kommen, damit der Schlauch da nicht so eng die Kurve nimmt, sondern hier dann so gut rüber führt. Und ja, wir dachten, dass hier eine ganz gute Position ist, weil wir hier halt viel Platz haben. Ja, und das ist dann unser Plan. Wir wollten jetzt noch mal was zu dem Dieseltank sagen, den wir auch zugeschickt bekommen haben. Wir können den leider nicht benutzen, weil der halt relativ klein ist. Da passen nur 7 Liter rein. Und der Nachteil ist auch, wenn man den nach unten hängt, also unter dem Auto, dann könnte man den nur so befestigen. Und der wird ja dann auf dem Boden schleifen, deswegen wird es keinen Sinn machen. Und wenn man ihn so quer befestigen würde, ist halt der Nachteil, dann kann man den halt auch nicht gut betanken. Weil wenn man hier was reinfüllt, dann ja, läuft bestimmt die Hälfte raus und ist halt schwer, den irgendwie an der Tankstelle dann zu befüllen. Und wir wollen ihn auch nicht im Innenraum haben, weil es dann halt sehr nach Diesel stinken würde. Also wir haben uns überlegt, dann unseren eigenen Tank anzuzapfen, wie es ja auch viele machen. Und genau, das zeigen wir euch dann noch genauer, weil der Vorteil ist, bei dem Vortransit gibt schon so einen Stöpsel an dem Tank und den kann man dann leichter einfach den kann man leichter abzapfen. So, hier haben wir einmal das Stromkabel von der Planar 4D. Und zwar haben wir hier einmal den Minus- und Pluspol. Das ist das Wichtigste. Das kommt einfach an eure 12-Volt-Batterie dann später dran. Hier haben wir die Sicherung. Also wenn irgendwas mal, wenn man die Sicherung rausfliegt, könnt ihr sie einfach hier wechseln. Und hier ist dann das Kabel, was dann an eure Standheizung drankommt. Wir werden jetzt das Kabel von da hinten einmal hier rüberziehen. Wir beginnen hier. Ich lege jetzt einfach hier das 12-Volt-Kabel einfach hier rüber. Und jetzt fangen wir schon an, das Kabel einfach zu ziehen. Hier ist das andere Kabel. Das muss hier, wir wollen es ja nicht sichtbar haben. Das heißt, wir legen es hier einmal hinter unserem Schrank entlang, einmal in die Verkleidung und einmal hier rundherum zurück bis zum Wassertank. So,
So, und zwar wird jetzt einmal das Kabel, das schwarze hier drüben, einmal hier unterm Tisch lang gelegt. Jetzt einmal auf die Seite hier, dann sind wir schon fast fertig. Da drüben ist die Sabrina und sie führt es von da aus weiter. Wie ihr sehen könnt, sind wir eben gerade auf die Böcke hochgefahren und zwar, das liegt daran, weil wir wollen jetzt einmal den Tank ablassen von unserem Auto, damit wir auch ja, direkt an den Dieseltank unsere Standheizung anzapfen können. Das hat den Vorteil ja dran, dass man ja, immer genug Sprit hat und deswegen müssen wir ihn einmal ablassen. Da ist wirklich hilfreich, wenn ihr irgendwo hochfahrt, weil sonst ist unten drunter nicht so viel Platz, aber ich zeige euch jetzt mal, wie wir unseren Tank ablassen. So Leute, wir sind jetzt unten im Auto angelangt und zwar müssen wir jetzt hier ein paar Sachen abschrauben. Relativ einfach, hier vorne die Tankhalterung. Das ist hier so ein Stahlband, das hält den Tank unten fest. Dann müssen wir hier drüben einmal den Einfüllstutzen sozusagen für den Diesel-Tank abschrauben. Und dann, wenn wir das hier runterlassen, werden hier auch ein paar Kabel mitkommen. Und die müssen wir auch einmal abschrauben. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst, ja, wäre doof. So Leute, und zwar müssen wir im allerersten Schritt hier alle Kabelbinde abmachen, weil die sind hier am Tank festgemacht, am Tankeinlass und da vorne auch an den Halterungen. Wenn wir die nicht abmachen würden, dann hätten wir ein Problem, wenn wir den Tank ablassen, weil dann ja, würde das Kabel hier mit runtergezogen werden. Das wollen wir nicht knallen. So Leute, und zwar müssen wir im nächsten Schritt einmal die Halterung von Tank entfernen, aber bevor wir das machen, müssen wir einmal hier den Einfüllstutzen für den Diesel-Tank abmachen. Da braucht ihr einfach hier eine kleine Nuss und dann könnt ihr einfach abschrauben, das machen wir jetzt mal. Und danach kommen die Halterungen dran und da müsst ihr wirklich aufpassen, weil dann kommt euch der Tank direkt entgegengefallen. So Leute, und zwar, wie ihr sehen könnt, ist der Tank jetzt unten so gut wie. Jetzt müssen wir aber die Stöpsel hier ausklipsen, wie ihr sehen könnt, hier drüben und da hinten, weil sonst würden die Sachen hier abreißen, wenn wir sie hier runterlassen mehr. Ja, das machen wir jetzt einmal und dann können wir den Tank eigentlich gleich auf den Boden legen. So Leute, und zwar ist jetzt der Tank einmal unten und wie ihr sehen könnt, gehen hier verschiedene Schläuche einmal nach oben. Die Schläuche hier drüben sind hier eingesteckt, das zeige ich euch gleich nochmal, und da müsst ihr sie abstecken. Was ganz wichtig ist, hier drüben ist ein Stromkabel, das heißt, wenn ihr den Tank ablasst und der halt irgendwie halb in der Luft ist, müsst ihr das Stromkabel abziehen, weil sonst würdet ihr es abreißen, weil das Kabel ist nicht so lang. Außerdem hier vorne ist auch nochmal so ein Kabel, das ist einfach nur hier oben bei uns reingesteckt gewesen, hier weiter oben. Das zeige ich euch dann nochmal, aber ja, sonst kann man eigentlich relativ einfach ablassen. Jetzt muss man hier nochmal die Sachen nochmal abmachen, dass man auch wirklich da den mal rausziehen kann. So, die Kabel, die ich eben meinte, waren die beiden hier. Wir müssen es einmal hier rausziehen und dann können wir den Tank eigentlich rausnehmen. Ja, da hinten ist das Stromkabel, das wird einfach hier vorne eingesteckt. So, jetzt haben wir einmal den Dieseltank draußen. Ja, jetzt tragen wir den woanders hin, damit wir mal auch mal richtig die Sachen hier anzapfen können. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Dieseltank abmacht, passt auf bei den beiden halt Einlauf und Zulauf von dem Diesel, der hier abgepumpt wird, wenn ihr halt ganz normal fahrt. Wenn ihr die Teile abstecken könnt, kann dann nämlich Diesel rauslaufen. Und das müsst ihr am besten mit einem Plastikhandschuh und einfach Klebern zubinden, dass da nichts passiert. So Leute, wie Sie eben gerade sehen könnt, haben wir die Tanköffnung, die es beim Vortransit schon gibt, einmal aufgebohrt und haben jetzt im nächsten Schritt auch hier einfach den Tankentnehmer, den wir hier brauchen, einfach einmal reingesetzt, beziehungsweise halt geguckt, wie tief der wirklich reingeht, der Tankentnehmer, und haben es auch mal mit dem blauen Band jetzt mal markiert und dann machen wir es einfach gleich mal fest und dann müsste es eigentlich auch halten. So Leute, und zwar haben wir einmal den Tankentnehmer reingesteckt und jetzt können wir den Dieseltank einmal wieder nach oben an das Auto festschrauben und dann müssen wir nur noch hier drüben einmal den Tankentnehmer nochmal richtig in die richtigen Biegungen biegen, damit er halt auch nicht irgendwo gegenstößt oder sowas.
So, wie ihr sehen könnt, kommt einmal der Dieselschlauch hier drüben einmal raus. Da drüben habe ich einfach nur verbunden und jetzt können wir einfach hier ganz einfach hier drüben wahrscheinlich hier wo Dieselfilter sowas anbringen und dann auch hier die Dieselpumpe. Dann lassen wir es ganz schön da drüben Richtung Standheizungseingang gehen. So Leute, was wichtig zu sagen ist, ist, dass ihr auf jeden Fall den Dieselschlauch auf jeden Fall mit einem Cuttermesser schneidet, weil wenn ihr mit einer Schere oder sonst irgendwas mit einem Seitenschneider das macht, dann quetscht ihr ihn und das wäre nicht gut. Das heißt, immer mit einem Cuttermesser, mit einem scharfen. So, nächsten Schritt, wenn ich das Kabel hier drüben versuche ich jetzt einmal den Dieselfilter an und auch einmal die Dieselpumpe und dann werde ich hier ein Gewinde reinpressen. So, jetzt haben wir auch hier einmal die Dieselfilter-Pumpen-Kombination zusammengebaut. Relativ einfach, zuerst kommt der Dieselfilter. Der war jetzt bei uns nicht dabei gewesen, haben wir extra bestellt, einfach bei Amazon, ist einfach ein Man, ganz normaler Filter. Kostet es um die 2-3 Euro, also kann man eigentlich nicht meckern. Dann kommt hier die Dieselpumpe und dann geht es da weiter zur Standheizung, zum Heizkörper. Und ja, es wird einmal so gleich dann dran gesteckt. Also ganz wichtig, die Pumpe muss auf jeden Fall entkoppelt angebracht werden. Das liegt daran, weil die tackert so, obwohl es die flüsterleise Pumpe sein soll, tackert die trotzdem ziemlich stark scheinbar. Und wenn man halt dieses Gummiteil hier nicht nimmt und die darüber festmacht, dann hört man es auch stark im Innenraum. Das Gummiteil dämpft halt sozusagen den Schall ein bisschen ab und ja, macht dann nicht, dass er weiter übertragen wird. Und jetzt ja, befestigen wir mal die Kombination. Da werden wir mit der Einpressmutter einmal ein Gewinde hineinpressen und dann können wir einfach hier das mit einer M6er-Schraube festschrauben. Ja, und dann haben wir eigentlich schon das meiste gemacht. Dann müssen wir nur noch ein Loch von oben reinbauen und die Schraube dazu einmal einsetzen. So, im nächsten Schritt müssen wir einmal den Einbauflansch von uns einmal jetzt wirklich auch einbauen. Dazu müssen wir mit der Stichsäge einmal ein quadratisches Loch in den Boden schneiden. Wie ihr sehen könnt, kommt hier unsere Standheizung hin. Ja, die nimmt nicht so viel Platz weg. Was wichtig ist, man muss ein paar Zentimeter zu den nächsten Objekten auf jeden Fall auch seitlich fahren. Bei uns hier ist Abstand zu der Dämmung. Wenn es doch zu heiß werden sollte, dann werden wir sozusagen sowas wie ein Hitzeschild oder sowas einbauen. Der Vorteil ist halt hier bei dem Ford Transit dran, dass hier unterhalb vom Auto auch sehr viel Platz ist. Das zeige ich euch gleich mal von unten. Da ist nur einmal die Federung der Querbalken, aber die wird nicht so weit runtergehen, wie der Einbauflansch dann rausguckt. Wir haben hier einmal angezeichnet, wo halt das Loch hin soll. Ganz wichtig, ihr könnt schon mal eine Testbohrung vorher machen. Da wisst ihr, wo ihr rauskommt. Nehmt am besten einen kleinen Bohrer, damit ihr nicht ein so großes Loch bohrt und es dann später bereut. So Leute, wie ihr sehen könnt, ist das Loch einmal mit der Stichsäge hineingemacht worden. Da passt sogar fast der Einbauflansch jetzt rein. Wenn ich ihn hier so drüber stelle, ich muss noch die Ecken noch ein bisschen abfallen, dann passt er auch wirklich ganz durch. So, wir haben jetzt einmal das Loch fertig gemacht hier drüben. Jetzt zeige ich euch mal, wie der Einbauflansch hier gut reinpasst. Beziehungsweise, ja, ist nicht das schönste Loch geworden, aber solange es passt, ist das Wichtigste. Jetzt muss man im nächsten Schritt auch noch mal ein zweites Loch bohren für die Dieselpumpe. Die braucht nämlich auch Strom. Und bevor ihr das Loch irgendwie zumacht oder sowas, am besten noch mit Zinkspray drüber gehen. Das ist halt für die Metallkanten gut. Und dann natürlich noch von oben hier das Ding reinmacht. Hier am besten auch Silikon oder sowas dazwischen schmieren. Das ist auch schön, dass keine Feuchtigkeit so sich nach oben zieht. Und natürlich auch noch von unten. So, jetzt werden wir einmal hier den Einbauflansch einsetzen. Und dann können wir sozusagen schon festschrauben, das Silikon einfach, dass es nochmal abdichtet. So, wir müssen einmal das Stromkabel verlegen für die Dieselpumpe. Da haben wir dieses schicke Kabel. Das heißt, es muss noch ein Loch gebohrt werden hier drüben. Und da müsst ihr einfach mal gucken, wie eng ihr die Kabel aneinander kriegt. Klar, es muss mindestens das Loch so dick sein, dass halt das Kabelrohr durchpasst. Das heißt einfach ein Loch bohren und dann stecken wir es mal gleich durch und dann zeige ich euch, wo ihr es anschließen müsst. So, jetzt wickeln wir es einmal so eng wie es geht zusammen. Das ist dann vielleicht so irgendwie. Wie so mit Klebeband, weil dadurch haben wir den Vorteil, dass es halt nicht mehr auseinander geht, wenn wir das durchflechten wollen oder durchstecken lassen wollen. Also möglichst klein am besten irgendwie machen. Zum Beispiel hier so. Dann halt natürlich gucken, ob das Loch halt auch groß genug ist. Das werden wir gleich sehen. So Leute, und zwar sieht es einmal so aus,
nachdem ich jetzt den Einbauflansch reingesetzt habe, dann nochmal von unten mit Dichtmasse verdichtet habe. Und jetzt hier drüben kommt einmal das Kabel raus für die Dieselpumpe. Das Kabel läuft einmal da lang bis hier nach hier hinten. Da muss ich es gleich nochmal anstecken, aber bevor ich das mache, kommt erstmal der Dieselschlauch dran. Den werde ich erstmal jetzt verbinden. Und wenn ihr den Stecker hier ansteckt, ist es irrelevant, ob er, wie rum er drauf kommt. Also die Polung ist egal. Das heißt, ja, aber richtig einrasten muss der. Gehen wir erstmal da drüben hin und schließen erstmal den Dieselschlauch nochmal an, diese Pumpe da an. So Leute, und zwar bringen wir jetzt einfach die Stecker hier an. Relativ einfach. Ihr habt hier die beiden Stecker, Plus und Minus. Ist egal, wie rum ihr sie reinsteckt, beziehungsweise wo Plus und Minus ist. Aber ihr müsst sie halt richtig rum reinstecken. Und dann so rum reinstecken, dann müsst ihr es gleich knacksen. So. Ja, hat sie geknackst. Der eine ging. Jetzt kommt der andere nochmal dran. So, hat auch geknackst. Und jetzt einfach hier zumachen. Und jetzt habe ich schon einen Stecker. Jetzt könnt ihr ihn direkt hier an die Dieselpumpe anschließen. Müsst natürlich wieder alles frei machen, dass ihr auch frei ist. Jetzt mal prüfen, ob es wirklich passt. Jetzt nur noch draufstecken. Bevor wir jetzt einmal den Dieselschlauch anschließen, müssen wir jetzt erstmal unsere Standheizung so richtig festschrauben von unten. Dafür gibt es die ganzen Muttern hier und alles. Und die schrauben wir jetzt einmal unten dran. Dazu braucht ihr am besten erstmal einen Schraubenzieher und dann eine Ratsche. Und dann können wir dann noch die restlichen Sachen anschließen, wie Luftansaugung und Abgasschlauch. So. Einmal festgeschraubt. Jetzt wird einmal der Dieselschlauch dran angeschlossen. Hier ist die Erweiterung, dass er drauf passt. Und hier ist der Dieselschlauch. Jetzt wird sie halt hier drauf geschoben. Wir haben jetzt einmal den Luftansaugschlauch angeschlossen. Da ist wichtig zu sagen, dass der hintere ist von der Standheizung. Und der Luftansaugschlauch darf nicht auf gar keinen Fall in die gleiche Richtung zeigen, wo auch der Abgas Ausgang anzeigt, sonst würdet ihr Abgase einsaugen und das ist nicht so geil für euch und nicht für die Standheizung. Jetzt haben wir hier einmal den Abgasschlauch, ganz wichtig mit hier dem Schutz, dass er nicht zu warm wird oder dass die Abstrahlung von dem Abgas nicht die anderen Schläuche betrifft. Dann haben wir hier einmal den Schalldämpfer, da freuen sich die Nachbarn drüber, die dann neben uns campen, damit es nicht so laut. Und dann ist hier natürlich das Ende. Und jetzt müssen wir einfach festschrauben, das Ding. So Leute, jetzt zeige ich euch mal den Aufbau. Beginnen wir einfach mit dem Tank da hinten. Da hinten ist der Tank, wie ihr sehen könnt. Da vorne kommt der Schlauch dann aus dem Tank raus. Wir haben jetzt nochmal den Dieselfilter entfernt, weil mit dem Dieselfilter konnten wir jetzt die Heizung nicht starten, weil es irgendwie zu viel Luft oder sowas drin war. Da müssen wir mal gucken nach dem anderen Dieselfilter. Aber danach kommt direkt die Pumpe. Die Pumpe pumpt dann einmal den Diesel weiter über diesen weißen Schlauch da, der ist hier über dem Holm verlegt und einmal bis hier drüben hin zu der Heizung. Von der Heizung ab geht einmal hier der Auspuffschlauch zuerst, dann kommt einmal der Schalldämpfer, der ist hier oben auch festgemacht mit dem Winkel und dann geht einmal der Auspuff hier drüben einmal raus. Und ein weiterer Schlauch geht hier ab, und zwar ist es der Schlauch hier. Das ist einmal der Ansaugschlauch, da wird die Luft angesaugt. Der geht da drüben hin. Also das muss auf jeden Fall auch getrennt sein, weil Abgase wieder einsaugen ist nie so eine gute Idee. Hier kommt auch nochmal ein Kabel raus. Und zwar ist es einmal das Stromkabel für die Pumpe da hinten. Und es geht auch einfach nur zur Pumpe und befeuert halt die Pumpe mit Strom. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Aufbau. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, wie ihr sehen könnt. So, wir haben hier noch einmal mit einem Dreierbohrer ein Loch in den Schalldämpfer reingebohrt. An der tiefsten Stelle, also sozusagen, wie es halt sitzt. Das liegt daran, weil es kann sich ja Feuchtigkeit oder Restfeuchtigkeit sammeln in dem Schalldämpfer. Und dass die halt einfach abläuft und das nicht von innen rostet, haben wir ein kleines Loch hineingemacht. Das wird ja von Autotherm empfohlen, also macht es einfach, dann hält euer Schalldämpfer länger und rostet nicht von innen weg. Die Standheizung sieht jetzt einmal eingebaut so aus. Und zwar haben wir hier in der Standheizung beim Auslass einmal ein Verkleinerungsstück angebracht. Da wird einfach der Luftstrom oder der Schlauch verkleinert. Das liegt daran, weil der Schlauch, den man direkt anschließen müsste, der wäre 100 mm im Durchmesser, also 10 cm. Und das ist halt schwierig zu bekommen, die ganzen Sachen dafür, auch den Ausströmer. Deswegen haben wir uns entschieden, den Luftstrom zu verkleinern. Und dadurch wird er natürlich auch ein bisschen schneller. Dann kommt hier drüben die erste Kurve. Ja, da ist halt wichtig, dass wenn ihr so Kurven macht, dass ihr schaut, dass halt einfach der Schlauch nicht irgendwie geknickt ist innen drin und dass er nicht irgendwie an Durchmessungsmesser verliert. Und dann geht er halt hier vorne wieder raus.
Wenn ihr die Standheizung zum ersten Mal starten möchtet, müsst ihr eigentlich jetzt nur auf die Bedienpaneten drücken, dann hier auf den Knopf drauf drücken, auf Heizen, dann Temperaturmodus, dann die Gradzahl auswählen, 20 Grad, und dann zum Beispiel jetzt nochmal drauf drücken, dann würde die Standheizung starten. Und das haben wir ungefähr 3 bis 4 Mal gemacht. Oh, jetzt hört ihr schon, wie sie schon startet. Bei den ersten paar Malen hat es halt einfach einen Fehlercode angezeigt, weil halt der Diesel noch nicht so weit hoch war. Es liegt daran, weil die Pumpe pumpt nicht unendlich lang, bis Diesel ankommt, sondern die pumpt halt ein paar Mal. Und wenn dann halt kein Diesel da ist, dann schaltet die nochmal ab und sagt halt eine Fehlermeldung. Oder sie startet auch neu. Bei uns ist sie auch am Anfang erstmal neu gestartet und hat es nochmal neu versucht. Hallo! Ja Leute, wir haben jetzt hier die zweite Nacht im Camper verbracht mit unserer neuen Standheizung. Wie ihr gerade vielleicht hört oder auch nicht hört, sie läuft gerade. Und ja, Sabrina erzählt einfach mal, wie es so die erste Nacht war und ich dann so, wie die zweite Nacht war. Ja. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich fand die erste Nacht jetzt nicht so berauschend, weil die Standheizung war halt für mich schon relativ laut. Also es ist natürlich ungewohnt. Weil wenn man zu Hause schläft, klar, da ist es leise, da hört man eigentlich nie was und kann eigentlich relativ immer gut schlafen. Ja, und hier war halt immer dieses Hintergrundrauschen und deswegen hat es mich jetzt schon gestört. Ja, wir haben dann probiert, irgendwie das nur so abzuschalten oder so, aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Deswegen müssen wir uns in Zukunft dann noch was überlegen. Vielleicht, wir wollten vielleicht hier nochmal vor dem Bett so eine Trennwand hinbauen. Oder vielleicht kann man auch irgendwie einen Kasten oder so um die Heizung bauen. Müssen wir halt mal gucken, was man da alles so machen kann. Aber ja, es war ja erstmal gut, das auszuprobieren. Jetzt sehen wir, was wir noch verbessern können. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall nochmal Ohrstöpsel gekauft. Ja, und dann war es besser in der zweiten Nacht. Ja, und was man noch sagen kann, der Kofferraum, wo ich das jetzt wirklich ist, der war auch wirklich ziemlich leer. Das heißt, wenn wir vielleicht noch mehr Sachen da drin haben, ist vielleicht auch einfach so, dass der Schall nochmal gemindert wird. Und ja, die zweite Nacht war dann, würde ich sagen, angenehmer für die Sabrina auf jeden Fall mit den Ohrstöpseln. Ja, definitiv. Die erste Nacht war bei mir so, konnte ich am schon schlafen, aber dann haben wir dort trotzdem mal ausgemacht irgendwann. Wir hatten immer, als wir hier reinkommen sind ins Auto, um die 0 Grad. Wir haben die dann erst ein bisschen vorlaufen lassen. Also die braucht immer so 10 bis 20 Minuten, bis dann ungefähr 19, 20 Grad erreicht sind. Jetzt läuft sie gerade so auf 22, 23 Grad hier drin und das finde ich eine ganz angenehme Temperatur und die kann die auch ganz gut halten. Also da hatten wir auf jeden Fall keine Probleme, dass es irgendwie zu kalt wurde in der Nacht, weil die jetzt schwach war oder sowas. Also die 4D passt auf jeden Fall hier für die Größe des Autos und jetzt zu warm wurde es jetzt auch nicht direkt so, dass irgendwie die auf der geringsten Stufe läuft, aber trotzdem die Wärme immer mehr steigt und die haben diesen Temperaturmodus verwendet. Was man noch sagen kann, wir haben jetzt halt vorne die Scheiben haben wir abgedeckt von innen mit so Eisschutzfolie, dass halt die Wärme nicht so rausgeht. Hier die Dachluke haben wir auch zugemacht mit dem Plissier und auch das Seitenfenster. Und da vorne haben wir noch diesen roten Vorhang, den ihr vielleicht schon kennt. Ja, der deckt jetzt vielleicht nicht so viel ab, aber da kommt vielleicht auch ein bisschen weniger Licht und Kälte durch, weil der geht auch bis zum Boden. Und ja, der ist jetzt auch nicht so dünn, also schon so 1-2 Zentimeter so dick. Ja, der trennt dann schon den Wohnraum und den Fahrraum im Endeffekt. Und ja, deswegen würde ich sagen, passt die Einstellung dazu eigentlich ganz gut. Wir werden nochmal gucken, was wir gegen die Lautstärke machen. Aber sonst kann man es natürlich ziemlich gut mit der aushalten im Winter. Und ja, von 0 Grad bis jetzt hier 23 macht die alles super bisher. Mehr konnten wir noch nicht testen, weil es noch nicht kälter war. Aber ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr was neue Videos sehen wollt zum Thema Camper-Ausbau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim neuen Video. Und bis dahin, würde ich sagen, bis dann. Tschüss.